Herzlich willkommen im Digitalen Literaturhaus München. Guten Abend, liebe Damen, liebe Herren. Mein Name ist Marion Bösker. Ich gehöre zum Team des Literaturhauses München. Wir feiern heute Buchpremiere. Wir feiern die Bühnenpremiere des neuen Romans von Daniel Speck. Und mit mir hier im Studio sind der Autor Daniel Speck und sein Gesprächspartner Jan Weiler. Herzlich willkommen, ja, und herzlichen, hallo, Glückwunsch Ihnen zu diesem tollen neuen Buch. Das ist ein sehr umfangreicher Roman und es kommt so unendlich viel darin vor. Es ist gleichzeitig Weltgeschichte, wie es schon angesprochen wurde. Es ist aber auch eine Liebesgeschichte. Es ist ein Kriminalroman. Es ist eine riesengroße Geschichtsstunde, die man von Seite zu Seite aufgeregter durchliest. Dieses ganze Buch spannt einen riesigen zeitlichen Rahmen, geht los 1948 mit der Gründung Israels, mit der Masseneinwanderung aus allen möglichen Ländern nach Israel. Es kommt der Palästina-Krieg vor, es kommt der Sechstagekrieg vor, es kommen die Olympischen Spiele drin vor. Es kommt aber auch vor Autos, es kommt Essen darin vor, es kommt Miles Davis vor und Franz Schubert. Amon Düll kommt vor, es kommen alle möglichen Modeerscheinungen vor. Es kommen die Gebräuche von arabischen Orangenbauern vor. Es kommen auch die Stolpersteine vor, die die Hauptperson dieses Buches in Berlin vor der Tür liegen hat. Es kommen wahnsinnig viele Mikrogeschichten, Kleinstgeschichten, ja fast wie Kurzgeschichten ineinander verwobene Erzählungen drin vor. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, das Buch zusammenzufassen. Deswegen gebe ich mir damit auch nicht zu große Mühe, weil wenn ich mir die gäbe, würdest du den ganzen Abend gar nichts mehr sagen. Das wäre schade. Ich mache das also ein bisschen kurz. Das Buch beginnt damit, dass eine Frau aus Berlin, die heißt Nina, die muss nach Palermo zur Testamentseröffnung ihres verstorbenen Großvaters, trifft dort auf eine weitläufige Verwandte, Joelle. Und diese beiden sind beides, also Nina ist Enkelin und Joelle ist Tochter dieses verstorbenen Mannes, der heißt Moritz Reinke. Die geneigte Leserschaft kennt den aus Piccola Sicilia. Und dieser Moritz Reinke hat im Laufe seines langen, langen Lebens mehrere Familien gehabt. Das ist alles wahnsinnig viel, aber es ist trotzdem beeindruckend, wie du diese ganzen Figuren balancierst, wie ein Puppenspieler mit ganz vielen Fäden an den Fingern diese Figuren aufmarschieren lässt in diesem Buch. Also, Nina und Joelle müssen nach Palermo, dort ist Moritz Reinke gestorben, dort soll das Testament eröffnet werden und dort treffen sie auf einen dritten Sohn oder ein drittes Kind dieses Moritz Reinke, Elias, aus dessen letzter Familie sozusagen. Die hatten noch keine Ahnung, dass es den gibt. Die sind dann also im Prinzip drei Erben, die in der großen Villa dieses verstorbenen Mannes, der ist also knapp 100-jährig verstorben, nun also zusammensitzen und diese Familiengeschichte irgendwie übereinander kriegen müssen. Die wissen voneinander wenig und müssen jetzt erstmal lernen, damit zurechtzukommen, dass es diese anderen Familien überhaupt gab. Ich habe eingangs gesagt, es ist gleichzeitig ein Krimi. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist ein Familienepos. Und es ist eine Weltgeschichtsstunde. Das alles hast du in diesem faszinierenden, sehr, sehr spannenden und sehr schönen, auch sehr melancholischen Roman zusammengebaut. Palermo statt der Kuppeln und statt der Palmen. Als wir im Centro aus dem Bus steigen, erkenne ich alles wieder, was ich an dieser Stadt geliebt habe. Schönheit im Überfluss, dem Verfall preisgegeben. Wenn New York die Stadt ist, die niemals schläft, ist Palermo die Stadt, die nie ganz aufwacht aus ihrem Traum. Weil sie weiß, dass sich eine andere Welt hinter der Sichtbaren verbirgt. Eine ältere, noblere, vielleicht bessere. In Palermo gibt es kein Entweder-Oder. Hier existiert alles zugleich, wie im Traum. Und alles ist voller Zeichen. Hier gibt es keine Zufälle, nur Zusammenhänge. Du siehst die Gegenwart und Vergangenheit in einem einzigen Moment, aber nie die Zukunft. Palermo statt der Phönizier, Römer, Araber und Normannen. Palermo, das nie ganz italienisch und immer sizilianisch ist, am Rand Europas, aber in der Mitte des Mittelmeers.
Palermo, dessen Bürgermeister sagte, in dieser Stadt gibt es keine Einwanderer. Wir sind alle Palermitaner. Leere Taschen und offene Arme. Hier kam ich einmal an und wusste, dass ich Archäologin werden wollte. Diese Stadt rückt eine Perspektive zurecht. Sie ist immer älter und wissender als ihre Bewohner. Ihr Herz ist großzügig, aber sie gibt ihre Geheimnisse nur demjenigen preis, der sich als würdig erweist. Wie betäubt treten wir auf die Straße. Das Sonnenlicht blendet. Joel steckt sich zitternd eine Zigarette an. Es ist, als hätten wir Moritz ein weiteres Mal verloren. Wir stehen da wie Waisenkinder mit leeren Händen, ausgestoßen. Passanten, Motorroller, Autos rauschen vorbei. Für alle läuft das Leben weiter, nur uns hat die Zeit vergessen. Nüchtern betrachtet, Joel, haben wir nichts verloren. Wir haben es noch nie gehabt. Glaubst du, ich gebe einfach so auf? C'est scandaleux. Hast du gesehen, wie die beiden, die stecken doch unter einer Decke. Wahrscheinlich gibt er dem Notar für seine Hilfe ein fettes Stück von der Torte. Sein Sohn? Pah, der sieht ihm doch kein bisschen ähnlich. Denkst du, die Handschrift war gefälscht? Sein ganzes Leben war eine Fälschung. In diesem Moment sehe ich Bishara. Er lehnt an der Ampel auf der anderen Seite der Kreuzung, er raucht, den Kopf gesenkt wie in Trauer oder wie ein lauerndes Tier, ich erkenne es nicht. Über ihm blinkt die Ampel. Sie ist kaputt. Aber kein Polizist regelt den Verkehr. Er wartet auf uns, denke ich. Und dann, er meidet uns. Ich mache Joel ein Zeichen, zu ihm zu gehen, aber sie dreht sich weg. Bevor ich darüber nachdenke, überquere ich die Straße. Er lässt mich kommen. Weder flieht er, noch sieht er mir entgegen. Dann stehe ich vor ihm. Wir schweigen mitten im Lärm und vermeiden es, uns anzublicken. Er bietet mir eine Zigarette an. Ich lehne ab. Deutschland, hm? Sagt er. Wo? Berlin. Ich könnte zurückfragen, woher er kommt, aber mein Gefühl rät mir, mich zurückzuhalten. Er strahlt keine Feindseligkeit aus, sein Kampf findet im Inneren statt. Warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie Moritz Sohn sind? Sie haben mich nicht gefragt. Warum haben Sie nicht denselben Nachnamen? Niemand kann sich seinen Namen aussuchen. Bishara, denke ich. Das klingt nicht italienisch, eher arabisch. Seine Gesichtszüge verraten nichts. Er könnte von irgendwo am Mittelmeer stammen. War Moritz mit ihrer Mutter zusammen? Er nickt und blickt die Straße hinunter. Kommt sie aus Palermo? Nein, aus Jaffa. Jaffa in Israel? Er zieht an seiner Zigarette und blickt zu Joel. Dann wirft er die Zigarette weg und sieht mich aus dem Augenwinkel an. Jaffa in Palästina. Sein ganzes Leben ist eine Fälschung. Hieß es gerade im Text. Lass uns noch mal ganz kurz über diesen Moritz Reinke zwei, drei Sätze sagen. Der ist ja nicht der Erzähler des Buches, sondern es wird über ihn erzählt. Dieser Moritz Reinke ist ein moderner Odysseus. Einer, der zwischen den Welten und zwischen den Kulturen sein ganzes Leben pendelt. Er kommt als Wehrmachtssoldat, als Deutscher, und hat dann diese unterschiedlichen Familien, in die er sich rein ja, denken, fühlen, lieben muss. Ne? Er wird dann Fotograf oder er ist sowieso Fotograf und lebt dann mit seiner Familie an dieser Jaffa Road. Erzähl mal ein bisschen über das Leben dieses Moritz Reinke. Wie kommt er in die Jaffa Road? Also der Roman beginnt auf einem Schiff, wo er auf einem Auswandererschiff auf dem Mittelmeer ist. Es gab damals nach dem Krieg eine Menge so Seelenverkäufer, die zusammengekauft wurden. Das waren Auswandererschiffe und die fuhren meistens in Italien los, aber auch in Griechenland, in verschiedenen Ländern und fuhren übers Mittelmeer und kamen dann meistens in Haifa an oder sie wurden auf den Strand gesetzt, so vor Tel Aviv. Die Briten, die das Mandat hatten über Palästina, hatten eine Einwanderungsquote und haben nur reingelassen, wer in diese Quote reinpasst. Es kamen aber viel mehr Menschen aus Europa. Da waren viele Holocaust-Überlebende dabei. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. 47, 48. Genau, wir sind 47. Und diese Schiffe fahren los. Das waren illegale Schiffe. Also die stiegen bei Nacht und Nebel auf dieses Schiff, fuhren dann rüber. Und auf so ein Schiff
schleicht sich auch Moritz mit seiner Frau Jasmina, die er in Tunis kennengelernt hat, und ihrer Tochter. Er hat sich ihrer Tochter angenommen und die sind nun auf diesem Schiff. Das ist die Joelle, die dann später erben wird, also die wir dann dem Gespräch eben bei dem Notar kennen. Er macht es letztendlich, weil er sich entschieden hat, Vater zu sein für dieses Kind, für die Joelle, die keinen Vater hat. Und er liebt dieses Kind und er ist auch bei ihrer Geburt dabei und er sagt, ich bleibe jetzt bei euch. Er bleibt dann da, die bekommen dann eine Wohnung. Es ist eine sehr beklemmende Situation, weil diese Wohnungen natürlich ja früher mal bewohnt waren von der arabischen Bevölkerung, die da eben früher gelebt hat. Nun ziehen die dort ein und Moritz eröffnet ein Geschäft. Er ist Fotograf, man kann bei ihm Hochzeitsfotos, Passfotos allerhand machen. Und wie er da ankommt, hat er wie alle anderen Reisenden auch einen Koffer. Mhm. Dieses Motiv des Koffers, des Reisens mit dem Koffer, kommt bei dir sehr oft vor. Es ist auch auf dem Cover vom Buch. Da ist so ein Koffer. Und dieser Koffer, den Moritz Reinke da hat, der spielt dann später, also viel später nach seinem Tod, eine große Rolle. Denn die Kinder, die da in Palermo auf die Testamentseröffnung warten, das heißt Kinder, sind ja alles erwachsene Menschen, die finden einen Koffer. Was ist da drin? Da sind alte Familienfotos drin und das sind Familienfotos, von denen die Joelle dachte, sie gibt's nicht mehr. Also als Joelle in diese Villa kommt, findet sie kein einziges Foto von ihr und sie hat das Gefühl, verdammt nochmal, das war mein Vater, ich habe ihn geliebt, ich bin mit ihm groß geworden, hat mir Fahrradfahren beigebracht. Warum zum Teufel hat er kein einziges Foto von mir aufgehängt? Und das schmerzt sie sehr. Und als sie dann oben auf der Dachkammer diesen alten Koffer findet, ist das für sie unglaublich berührend und sie bricht in Tränen aus, weil sie sieht, er hat sie doch nicht vergessen. Sie ist auf diesen Fotos, sie als Kind, aber nie ist Moritz drauf. Er hat immer nur andere fotografiert, aber er selber blieb immer im Schatten. Und dann holt sie diese Fotos raus und zeigt sie Nina und sie versuchen anhand der Fotos zu rekonstruieren, was passiert ist. Warum der ihrer Familie abhanden gekommen ist. Warum ihre Familie zerbrochen ist. Das kann sie bis heute nicht verstehen, dass er weggegangen ist. Das ist übrigens, finde ich, eine unglaubliche Stärke des Buches. Diese unterschiedlichen Sichtweisen, diese verschiedenen Perspektiven, die ja immer sehr stark geprägt sind von der Kultur, in der sich die Menschen aufhalten. Das so zu erzählen, dass sich eben am Ende ein Gesamtbild über dieses Leben dieses Mannes ausbreitet. Das finde ich eine irre Stärke dieses Buches, denn es ist sehr aufregend. Man will das von jeder dieser drei Familien unbedingt wissen. Wie hängen die miteinander zusammen? Und die handelnden Personen, die wollen es auch irgendwann wissen. Elias erst nicht, ist eigentlich nicht interessiert an den anderen. Und dann ändert sich das mit der Zeit. Bestünde jeder Mensch nur aus sich selbst, wäre es einfacher. Aber es sind nicht nur unsere Entscheidungen, sondern auch die Verstrickungen unserer Mütter und Väter, die uns bestimmen. Als hätten sie uns ein Bündel mitgegeben, in das sie alles gepackt haben, was sie selbst nicht tragen konnten. Ein Rucksack voll verborgener Sünden, offener Wunden und unbeglichener Rechnungen. Und wir schultern ihn, klaglos, bedingungslos. Wir flicken ihn, wenn er aufreißt, mit dem Zwirren unserer Dankbarkeit für das Leben, das sie uns geschenkt haben. Wir tragen ihn, als wäre er unser eigener. Aus Loyalität zu den Verstorbenen, die noch schwerer zu lösen ist als Loyalität zu den Lebenden. Weil die Zeit abgelaufen ist, in der ein Gespräch möglich gewesen wäre. Ein Dank, ein Verzeihen, letzte Worte der Liebe. Der Tod verschließt alles. Und zurück bleibt unser Unvermögen zu sprechen. Bis einer den Mut hat, sein Gepäck zu öffnen. Es ist ein toller Temperaturwechsel, der immer wieder im Buch kommt. Es gibt dieses Chronistische, das dann in der Tat fast schon journalistisch ist, verhältnismäßig klar in der Sprache und sehr direkt in der Sprache, auch wenn es um sehr grausame Dinge geht zum Teil. Und dann aber wieder eine Seite später oder eine Seite vorher eine ganz zarte Beschreibung von Lebensgefühl, von Familienleben, von Kindererziehung, von all dem, was in diesen irren Mikrokosmen, die du da eben zusammengebracht hast, stattfindet. Du bist in Haifa und in Tel Aviv, du bist in Tunis, du bist in München, du bist in Berlin, du bist in Palermo in dem Buch. Oder dieses
Hin- und Herreisen, dieses Transitorische, dieses nicht fest an einem Ort sein, gilt ja für die ganzen Figuren, ja, die mehr oder weniger gezwungen sind, genau, ihre Lebensmittelpunkt zu verlagern. Also Moritz will eigentlich die ganze Zeit nur irgendwo zu Hause sein. Der will nicht reisen. Nie. Das ist die Tragik seines Lebens, ja. Ein bisschen ist das bei dir ja auch. Also du bist sehr, sehr weit gereist. Du hast diese Orte alle gesehen. Und du warst schon in jungen Jahren dort. Du hast dort Orangen gepflückt. Du hast kleinen Kindern Englisch beigebracht. Du hast diese Städte gesehen. Du hast sie gerochen. Und du bist jetzt inzwischen natürlich schon sehr lange in München und da auch sehr sesshaft. Jetzt kannst du nicht auf Lesereise gehen. Wie schmerzlich ist das? Also während ich geschrieben habe, war es überhaupt nicht schmerzlich, weil ich bin ja mit dem Buch gereist. Also wenn ich schreibe, bin ich an den anderen Orten. Ich habe teilweise nicht viel von dem mitbekommen, was hier war. Ich war komplett woanders. Jetzt ist es wahnsinnig schade. Ich würde eben gerne jetzt vor allem an die Orte fahren und da die Menschen treffen, die mir bei der Recherche geholfen haben, denen das Buch bringen. Und essen. Den davon. Und essen, das ist ganz... Essen spielt eine Riesenrolle in dem Buch. In meinen Büchern wird immer wahnsinnig viel gegessen. Ununterbrochen gegessen. Man hat dann... Das ist das Mittelmeer. Am Mittelmeer isst man die ganze Zeit. Ich möchte jetzt endlich mal Baba Ganoush essen. Ich hab dieses Wort Baba Ganoush jetzt so häufig hier drin gelesen, dass ich es... Ich möchte einen Baba Ganoush. Gibt es einen... gibt es einen Sehnsuchtsort von dir? Ist einer dieser Orte... Ein Sehnsuchtsort von dir? Ja, also wenn es einen Sehnsuchtsort da gibt, dann ist es ein Ort, den es gar nicht mehr gibt. Und es ist ein Ort, nach dem sich eigentlich alle in dem Buch sehnen. Und das ist Piccola Sicilia. Also das ist das Hafenviertel von Tunis, wo die ganze Geschichte begonnen hat. Und der Ort ist wie ganz vieles in dem Buch eben auch eine Metapher, weil also die Leser von Piccola Sicilia wissen das ja. Das war einer dieser Orte, wo eine gute Nachbarschaft von Menschen verschiedener Herkunft und verschiedener Religionen und sonst noch was wirklich gut funktioniert hat, weil da alle von irgendwo herkamen. Das war ein Hafenviertel, da waren Italiener, Franzosen, Juden, Muslime, Christen. Und mit allen Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, die das noch kannten, die haben sich unfassbar danach gesehnt. Und zwar egal, ob es Christen, Juden und Muslime waren, die sagten, da war die Welt noch in Ordnung. Nun weiß man natürlich nicht, ob das zum Teil auch eine Projektion ist aus der Gegenwart und ob da was sozusagen die Vergangenheit glorifiziert wird. Aber es ist eine Metapher für etwas, was eigentlich der Sehnsuchtsort dieses Buches ist, nämlich die Möglichkeit, dass Menschen, die aus verschiedenen Narrativen kommen, die also verschiedene Koffer mitbringen und verschiedene Familiengeschichten, dass die alle ihren Koffer in einem Raum abstellen können, aufmachen. Da ist wieder der Koffer. Das ist wieder der Koffer. Da und ist dass der die Koffer einfach mit den, zusammen mit den Klamotten können. Und den Geschichten drin. Genau. Was an dem Buch sehr bemerkenswert ist, außer der Geschichte, die sowieso schon bemerkenswert ist, das ist das Handwerk, dass du da zeigst. Jetzt kommen wir im Prinzip zu der dritten Ebene dieses Buches, nämlich es ist ja auch Weltgeschichte. Mhm. Es ist ja auch eine riesige Geschichtsstunde, die da absolviert wird und die sich aber so unangestrengt und so leicht und so verständlich lesen lässt, dass man wirklich sehr begeistert ist und auch diese Textstellen immer wieder dankbar annimmt. Ne, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, da wechselt der Ton, da wechselt die Temperatur. Es ist ein bisschen anders an den Stellen. Und die Meisterschaft besteht ja in zweierlei, was diese Ebene angeht. Das eine ist Recherche. Man muss, um das schildern zu können, wirklich eine Menge wissen. Und du weißt das. Wie bist du da vorgegangen? Ich habe immer so zwei Wege der Recherche. Der eine Weg ist, ich lese einfach alles, was ich an Historikern finden kann. Das heißt, ich habe hier israelische Historiker, arabische Historiker, palästinensische, ägyptische, deutsche Historiker gelesen, italienische Historiker. Also das ist erstmal eine Recherche, die läuft nur über Bücher. Die mache ich zu Hause. Ich gucke mir alle Dokumentarfilme an. Und der zweite Recherchestrang ist, ich rede vor Ort mit Leuten. Also ich fahre an jeden Ort, an dem der Roman spielt und ich treffe dort Menschen und ich lasse mir von denen die Geschichten ihrer Familien erzählen. Ganz kurz, wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf,
um den Sozialneid der Zuschauer in die Höhe zu treiben. Mit den Leuten sprechen kann man ja fast nur, wenn man deren Sprache spricht. Du sprichst viele. Ja, aber das ging also Englisch, Französisch, einfach. Italienisch, Deutsch, Arabisch, das ein ging bisschen Russisch einfach. Hast du mir erzählt. Ja, aber das ging hier super einfach, weil mit den meisten konnte ich Englisch sprechen. Außer mit den Italienern in Sizilien. Aber Englisch ist, also in Israel und Palästina war alles auf Englisch. Ja. Das ist wirklich easy dort. Manche sprechen auch Deutsch. Mhm. Ich habe ja auch manche, die in der Diaspora leben, hier in Deutschland getroffen und auf Deutsch mit ihnen gesprochen. Also Sprache war wirklich kein Problem. Das Interessante waren nur die verschiedenen Perspektiven. Also wenn du mit ganz verschiedenen Menschen sprichst, auch Historikern, die durchaus in allen Archiven waren, da hat man doch eine unterschiedliche Sichtweise. Und ich würde mal sagen, die Historiker sind sich ähnlicher oder sind sich einiger als die normalen Menschen, die so mit den normalen Familiengeschichten aufwachsen und die meistens das Narrativ der anderen Seite nicht kennen. Klar. Und das war das Spannende. Du sitzt bei einer Familie und bist bei ihr zum Abendessen und ihre Geschichte weist eine Leerstelle auf, da wo die Geschichte der anderen Familie, die vielleicht 10 Kilometer weiter wohnt, beginnt. Und das war das Spannende bei der Recherche. Ja, es ist dann die zweite Kunst. Ich habe gesagt, die erste Kunst ist die Recherche. Und die zweite Kunst ist die Gabe und auch die Bereitschaft, diese Dinge gerecht zu schildern. Also sich nicht als Erzähler auf eine Seite zu schlagen, sondern halt im Rahmen dieses Romans diese Familien, die unterschiedlichen Glaubensrichtungen angehören und unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Völkern, die auf ihre Art und Weise erzählen zu lassen, ohne das zu bewerten. Ist das schwer, sich da auf eine gewisse Art und Weise, du erzählst ja alles, also alle, aus allen Perspektiven, du lässt da ja nichts weg, aber du nimmst auch nicht eindeutig Stellung für eine Partei. Es ist schwer, also ich habe da wirklich mit jedem Satz gerungen. Das ist nicht leicht, aber mein Kompass durch das Ganze war immer die Wahrnehmung meiner Figuren. Also ich habe mich einfach immer, mit dem Kind ist es vor allem leicht, wenn ich mit der Joelle gehe. Die Wahrnehmung eines Kindes ist per se begrenzt. Ich kann mich aber sehr gut einfühlen. Also ich versuche da sozusagen mich selbst als Kind zu sehen. Die Amale habe ich als Kind beschrieben, die sind ja beide gleich alt. Also wenn ich in der Perspektive der Figuren bin, geht das für mich leicht. Ich will ja auch nicht als Erzähler so über den Dingen schweben, sondern ich will ja persönlich erzählen. Ich will immer erzählen, was die Geschichte mit den Menschen macht und wie die Menschen sich versuchen, da in diesen großen Wellen der Geschichte irgendwo so ihren Weg zu finden. Mhm. Und das ist mein Kompass gewesen. Wie fühlt sich eine Figur in dem Moment, wie würde ich mich an deren Stelle fühlen? Auf Radio Kol Yisrael lief eine Sendung, die Jasmina liebte. Sie hieß Wer kennt sie? Und wenn man mittags das Fenster öffnete, hörte man sie aus fast allen Wohnungen der Jaffa Road. Sie war so etwas wie das Lagerfeuer, in dem sich eine Gemeinschaft bildete, die noch keine war. Dabei stellte die Sendung mehr Fragen, als sie Antworten gab. Rina Birman aus Lublin, jetzt im Kibbutz Hazorea, sucht ihre Schwester Tuvia Himmelfarb, geborene Birman. Moshe Granot, geborener Granowski, ursprünglich aus Katowice, jetzt im Einwandererhaus von Ranana, sucht seine Frau Alisa Granowski, geborene Dobkin aus Charkow. Manchmal gab die Sendung auch Antworten und das waren die Geschichten, die Jasminas Herz höher schlagen ließen. Solche wie die von Rivka Wachsmann, die im Januar 1949 in Haifa angekommen war, als sie beim Einkaufen auf der Herzlstraße einen Soldaten aus einem Jeep steigen sah, indem sie ihren eigenen Sohn wiedererkannte, Chaim Wachsmann. Vor 8 Jahren hatte der Krieg sie getrennt, aber und als er erst 14 Jahre alt gewesen war, bis zu diesem Tag hatte sie geglaubt, dass die Nazis ihn getötet hatten. Am nächsten Tag erzählte man sich in der ganzen Jaffa Road davon, in der Bäckerei, beim Metzger und vor den Häusern, wo Männer und Frauen stundenlang auf alten Stühlen saßen und über die Bühne philosophierten, die sich vor ihren Augen darbot, wissend, dass sie längst selbst zum Teil der Bühne geworden waren. Rivka und Chaim Wachsmann erschienen wie enge Verwandte, manchmal auch wie Filmstars,
deren private Geheimnisse man mit großer Anteilnahme ausbreitete, auch wenn niemand sie persönlich kannte. In ihrem Wiedersehen lag die Erfüllung einer Sehnsucht, die viele mitgebracht hatten, auch wenn sie nur den wenigsten vergönnt blieb. Der Trost war das Wiedersehen der anderen. Ja, das war so eine kleine Geschichte, in der sich so viel spiegelt. Also dieses ganze Gefühl von diesen Menschen, auch die Wunden, die sie mitbringen. Und es waren ja Menschen aus Dutzenden von Ländern. Das heißt, die hatten unterschiedliche Sprachen, teilweise wirklich unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Also es kamen Menschen aus arabischen Ländern, es kamen Menschen aus Osteuropa. Und was sie verbunden hat, war aber die Wunde der Abwesenheit ihrer Liebsten. Also kaum eine Familie kam da an, die nicht jemanden verloren hatte. Und diese Wunde der Abwesenheit, die hat mich eben interessiert, weil die haben alle Personen in dem Buch irgendwas. Die hat ja auch Nina, die ihren Großvater nicht gekannt hat, und Joelle, die ihren Vater vermisst. Und als ich die Geschichte gehört habe, wusste ich einfach, ich muss die reinbringen, weil die passt thematisch. Und es ist ja eben auch dieses Lagerfeuer auf der Jaffa Road, zu einer Zeit, wo es noch kein Fernsehen gab. Und da sitzen die alle und am Radio. Und wie wenn man heute so eine Show im Fernsehen anschaut und sich freut für jemand anderen, weil der was hat, was einem selber fehlt. Ja, das sind sehr ergreifende Momente, die es halt eben immer in beiden, Lagern, ne, die es ja nun tatsächlich sind im Nahostkonflikt, immer wieder vorkommen. Es gibt auch ganz herzliche Schilderungen vom Familienleben der arabischen Familie von Moritz Reinke. Das finde ich sehr, sehr schön, also wie sich das abwechselt und wie man natürlich dadurch als Leser auch das Gefühl bekommt, naja, also so irre unterschiedlich sind die auch gar nicht. Es gibt sehr zu Herzen gehende Szenen, es gibt auch sehr harte Szenen und sehr bedrückende Szenen in dem Buch. Eine hast du ausgewählt, da geht es jetzt um die arabische Familie, eben ging es um die jüdische, jetzt geht es um die arabische Familie. Was ist da mit dem George, also mit dem Baba, mit dem Vater dieser Familie passiert? Ja, George ist der Großvater von Elias, und George lebt in Jaffa, also eine Stunde von Haifa entfernt. Und die Jaffa Road, die führt eben von Haifa bis nach Jaffa, deswegen heißt sie auch so, deswegen heißt sie auch Road. Und nicht, also man Street. Sollte vielleicht noch dazu sagen, Jaffa ist heute ein Ortsteil von Tel Aviv. Ne? Genau. So ein bisschen im Osten von... Im Süden. Im Süden von Tel Aviv gelegene Vorort, aber gehört zu Tel Aviv. Genau, heute. Ist die älteste Hafenstadt des Mittelmeers, ist 4000 Jahre alt. Und Tel Aviv wurde ursprünglich als Vorort gegründet. Das ist das Interessante dabei. Das war so eine Gartenstadt, die sollte eben sehr europäisch sein, mit geraden Alleen und guter Kanalisation und allem. Und Jaffa hat noch diese ganz alte orientalische Architektur, diesen Charakter. Ja, und in Jaffa lebten vor allem arabische Palästinenser, aber auch jüdische Palästinenser. Also die hießen ja beide Palästinenser im britischen Mandatsgebiet Palästina. Du hattest dann einfach so einen Pass, da war dann sozusagen, stand dann drin Race, Nationality. Und da drin war dann Jewish und Arab angegeben. Aber sie hatten beide eben den britischen Pass für Palestine. Und in Jaffa gibt es eben George. George ist ein Mann, der in Amerika studiert, in London studiert hat. George ist Orangenfarmer, und George hat einen Freund, Avram Lelouch. Der geht auch zurück auf eine echte Figur, die es dort gab, auf den Herrn Schelouch. Der war ein sephardischer Jude, der dort gelebt hat und offenbar jemand war, der auch sich sehr bemüht hat für ein gutes Zusammenleben dieser verschiedenen Religionen. Jedenfalls George ist mit Avram befreundet, aber George flieht im Mai 1948 aus Jaffa, um seine Familie in Sicherheit zu bringen im Bürgerkrieg, noch vor der Staatsgründung Israels, und Avram bleibt. Und diese beiden Freunde sehen sich nicht mehr. Und George kommt mit seiner Familie nach einer Odyssee an in Bethlehem, in dem Flüchtlingslager. Und als der Krieg vorbei ist, will er seine Orangen ernten. Der liebt seine Orangen, der ist verbunden mit seinen Orangen. Also der will wieder zurück. Der will wieder zurück, ganz klar. Der Krieg ist zu Ende, die haben alle einen Schlüssel mitgenommen. Die dachten, die gehen jetzt nur ein paar Wochen weg und bringen sich in Sicherheit. Und er ist ja nur eine Stunde entfernt. Das ist ja nicht weit. Das Land ist ungefähr so groß wie Hessen. Und
Ja, jetzt kommt er zurück und ich hab mich gefragt, wie kam der damals zurück? Und da habe ich dann zum Beispiel wieder Zeitzeugen angerufen, da habe ich jemanden in Deutschland gefunden, einen Palästinenser, der eine deutsche Frau hat und dessen Sohn, der in Berlin lebt, hat mir seine Nummer gegeben und der hat mir erzählt, wie man da zurückkam damals, nämlich mit Priestern. Und ich habe, als ich dort war, in dem Kloster gearbeitet damals, am See Genezareth und in Jerusalem, da habe ich die Orangen geerntet, sozusagen als Volontär. Und deswegen war das für mich so eine Verbindung. Aha, und dieser Priester arbeitet im Terra Santa College und mit dem kommt George über diese Waffenstillstandslinie rüber. Und jetzt kommt er in Jaffa an und die Stadt ist nicht mehr seine Stadt. Also äußerlich ist, die Häuser stehen noch, aber es sind andere Menschen. Die meisten Araber sind geflohen. Die Stadt riecht anders, nach anderem Essen, es sind andere Sprachen. Und er steht da in seinem Orangenhain und die Orangen verrotten. Und Avram findet ihn, sein Freund, und sagt ihm, du kannst hier nicht bleiben, du musst dich verstecken, es ist gefährlich für dich, bringt ihn in sein Haus. Und George möchte aber in sein Haus, in sein eigenes Haus gehen. Und Avram sagt, mach das nicht, sei vorsichtig, die haben das Viertel eingezäunt, da darfst du jetzt nicht hin. Und George will aber dahin. Und ich lese jetzt ein Stück vor, wie George in sein eigenes Haus zurückgehen möchte. Der Zaun lief über den Strand und endete im Drahtgewirr, dort, wo die Brandung heranrollte. George verbarg sich hinter einem kaputten Boot, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewohnt hatten. Der Mond lag hinter Wolken, die vom Meer heraufzogen. Sein Gefühl befahl ihm, abzuwarten und zu sehen, ob der Zaun bewacht war. Er erkannte einen Jeep, der am Zaun entlang fuhr, auf dem Strand wendete und zurück in die Stadt fuhr. Als George den Motor nicht mehr hörte, lief er hinunter zum Ende des Zauns und wartete ins Meer. Es war Ebbe. Das Wasser umspülte ihn nur bis zur Hüfte. Seine Füße sanken in den weichen Sand. Die Schallplatte hielt er auf Brusthöhe. Er hat ja von Avrams Tochter für seine Tochter eine Schallplatte von Um Kulthum mitbekommen, weil sie die eben gemeinsam gehört haben im Alhambra-Theater dort. Seine Füße sanken in den weichen Sand. Die Schallplatte hielt er auf Brusthöhe. Mühelos gelangte er auf die andere Seite. Das Meer machte ihm keine Angst, im Gegenteil. Die Kälte erfüllte ihn mit einer rauschhaften Lebendigkeit. Er brauchte niemandes Hilfe, sagte er sich, um nach Hause zu kommen. Leise schlich er sich hinauf zu den ersten Häusern, geduckt wie ein Tier, und schlüpfte in eine unbeleuchtete Gasse hinein. Er hielt kurz inne, presste das Wasser aus seinen Schuhen und ging die Treppe hinauf zur Ajami Street. Hier roch Jaffa noch wie früher, aber seine Klänge fehlten. Auf den leeren Straßen lag Angst, keine Musik spielte. Und aus den Häusern drangen nur leise Wortfetzen. Als ihm zwei Männer entgegenkamen, versteckte er sich hinter einem kaputten Auto. Sie sprachen eine Sprache, die George nicht verstand. Und als sie an ihm vorbeigegangen waren, erkannte er, dass einer von ihnen ein Gewehr um die Schulter trug. Sein Haus sah aus wie immer. Nur die Rosen im Vorgarten waren verblüht. Die blauen Fensterläden standen offen, aber in den Zimmern brannte kein Licht. Ein kühler Wind blies durch die Straße und George musste an die Bettler denken, die früher hergekommen waren, weil sie wussten, dass sie von Mariam immer ein Stück Brot, Käse und Orangen bekamen. Genauso musste er jetzt aussehen, wenn ihn jemand durchs Fenster beobachtete. Er öffnete das Tor, ging leise durch den Vorgarten und spähte durch die Fenster. Alles war still. Die Haustür war verschlossen. George zog den Schlüssel, den er mitgebracht hatte, aus seiner Hosentasche und steckte ihn ins Schloss. Sein Herz schlug bis zum Hals. Er rüttelte am Knauf, aber der Schlüssel ließ sich nicht drehen. Jetzt erkannte er die Einbruchsspuren am Türstock. Offenbar hatte jemand versucht, die Tür mit Gewalt aufzustemmen. Das Schloss hing schief in seiner Verankerung. Es genügte, sich mit der Schulter gegen die Tür zu lehnen, um sie aufzudrücken. George glitt hinein und schloss die Tür leise hinter sich. Er schaltete kein Licht an. Ein eigenartiger Geruch hing im Raum. Der vertraute, unverwechselbare Geruch seines Zuhauses, aber dann Zigarettenrauch. George rauchte nicht. Und dann etwas Stechendes, vielleicht Kohlsuppe. Die Sofas standen da wie immer. Auch der Teppich lag an seinem Platz. Hier war offenbar nicht geplündert geworden. George ging weiter nach drinnen und bemerkte, dass seine Hände zitterten, worüber er sich ärgerte. Wie konnte er Angst haben in seinen eigenen vier Wänden? Er hörte seinen Herzschlag in den Ohren und öffnete die Tür zur Küche. Dort kam der strenge Geruch her. Essen, das hier noch nie gekocht worden war.
Benutzte Teller standen in der Spüle, ein fremder Pullover und eine hebräische Zeitung lagen herum. Georges ging ins Wohnzimmer, dessen Fenster zum Meer hinausblickten. Seine Hände glitten über den englischen Bücherschrank, den er selbst hereingetragen hatte. All seine Bücher fehlten. Sein Blick folgte dem schwachen Licht von draußen, das auf eine leere Wand fiel. Dort, wo zwischen bemalten Wandtellern die Fotos seiner Eltern, seiner Kinder und Großeltern gehangen hatten, war jetzt nichts. Er fuhr vorsichtig mit der Hand über die Wand und spürte die Nägel, die noch dort stecken, wo er sie einst hineingeschlagen hatte. Abwesende, schoss es ihm durch den Kopf. Sie nennen uns Abwesende. Und etwas in ihm bäumte sich auf. Ich bin anwesend, wollte er rufen. Seht ihr? Ein Einbrecher in meinem eigenen Haus. Auf dem Couchtisch stand ein Aschenbecher voller Zigaretten. Georges ging zum Sofa, auf dem er ein Buch liegen sah, und hob es auf. Es war ein Kinderbuch. Ein Schneemann mit roter Mütze und Karottennase. Darüber kyrillische Buchstaben, die er nicht entziffern konnte. Georges spürte einen Kloß im Hals. Er legte das Buch zurück an seinen Platz, genauso wie es dort gelegen hatte. Dann drehte er sich um, blickte in das dunkle Zimmer und fröstelte. Wenn sie Kinder hatten, würden sie bald zurückkommen, dachte er. Wenn es ein Offizier war, würde er eine Waffe tragen. Georges musste eine Entscheidung treffen. Seine ungebetenen Gäste erwarten oder wie ein Dieb in die Nacht verschwinden. Er blickte zur leeren Wand. Was hätte sein Vater von ihm erwartet? Was hätte Mariam getan? Georges ging zum Fenster, neben dem sein Ohrensessel gestanden hatte, der jetzt fehlte, und wandte sich zu dem kleinen Tisch aus Damaskus, der immer noch an seinem Platz stand, bis sich die Umrisse seines englischen Grammophons aus der Dunkelheit herausschälten. Er berührte den Schalltrichter, die Kurbel, den Tonarm. Alles war noch da. Vielleicht hörten diese Leute Musik, ihre Musik. Er zog die Platte von Umm Kulthum aus ihrer Hülle. Ein kleiner Gruß an die Familie, dachte er. Er würde die Platte auflegen, die Lautstärke aufdrehen und in den Garten verschwinden. Dann würde er von draußen zusehen, wie Umm Kulthum den Leuten aus dem Land der Schneemänner von dem Land erzählte, in das sie sich verirrt hatten, und von den Menschen, in deren Betten sie schliefen. Aber dann entschied er sich anders. Er steckte die Platte zurück in ihre Hülle und packte sein Grammophon mit beiden Händen. Umm Kulthum presste er zwischen seine Brust und das unförmige Gerät, das er zum Ausgang trug. Nein, Amal, seine Tochter, sollte ihr Geschenk bekommen. Georges durchquerte gerade das Empfangszimmer, als er Stimmen hörte, die sich von draußen der Tür näherten. Ein Mann und eine Frau. Er starrte, blieb stehen und lauschte. Sie sprachen in einer fremden Sprache miteinander, vielleicht Russisch oder Bulgarisch. Es wäre noch Zeit gewesen, zurückzulaufen und aus dem Fenster zu fliehen. Aber etwas in ihm bäumte sich dagegen auf. Er war nicht mehr derselbe, der vor 9 Monaten geflohen war, um das Leben seiner Liebsten zu schützen. Dort draußen hatte der Tod sie eingeholt, während ihr Haus immer noch stand. Das Haus, das er mit seinem Vater wieder aufgebaut hätte, nachdem die Briten es schon zerstört hatten. Es war nicht Georges, der sich entschied, stehen zu bleiben, während er sah, wie die Tür sich öffnete. Nein, es war die Stimme seines Vaters in ihm. Eine Frau betrat den Raum. Auf ihrer Schulter lag ein schlafendes Kind. Hinter ihr kam ein Mann herein, dessen Hand zum Lichtschalter griff. Die Frau stieß einen Schrei aus, als sie den Fremden sah, der dort stand, mitten im Zimmer mit dem Grammophon in den Händen. Ihr Mann zog eine Pistole aus dem Mantel. Er hatte ein breites Gesicht und einen bulligen Körper. Er zeigte keine Angst. Und auch Georges war zu seinem eigenen Erstaunen völlig ruhig. Ahlan wa sahlan, sagte Georges. Willkommen. Die Waffe, die der Fremde auf ihn richtete, war nicht die erste im Haus der Bishara. Georges Vater hatte eine besessen, bis die Briten sie konfiszierten. Damit hätte er sich jetzt verteidigen können. Aber auch so hätte er keine Chance gehabt. Der Revolver seines Vaters war alt und rostig, während der israelische Offizier eine moderne Zbrojovka in der Hand hielt. Und keiner seiner Nachbarn, dachte Georges, bevor die Kugel das Grammophon durchschlug, war noch hier, um den Schuss zu hören. Aber es sind eben auch Liebesszenen in dem Buch und eben die Schilderung von unterschiedlich temperierten Liebschaften, so kann man es ja sagen. Ja.
Wie schwer fällt dir das? Ich finde Liebesszenen unfassbar schwer. Total. Das ist das Allerschwerste. Weil das so leicht ist, da ins Peinliche abzurutschen. Oder ins zu Plastische, dass du irgendwelche Körperteile beschreibst oder sowas. Es ist unfassbar schwer. Und ich glaube, es geht nur gut, wenn man so die Essenz, die emotionale Essenz von einer Beziehung begreift und versucht, daraus seine Inspiration zu holen. Also nicht, wer macht jetzt was und wer geht wohin, sondern wenn man eigentlich begreift, worum geht es bei den beiden. Ja, auf so einer höheren Ebene. Ich habe mich immer versucht, darum zu drücken. ich find's irre schwer. Es geht jetzt um Moritz und Amal. Seine letzte große Liebe, die in Tunis sich begegnen. Ist er eigentlich ein Guter oder nicht? Er will immer das Gute machen. Er will immer das Richtige machen. Und sein Problem ist, während er versucht, das Gute zu machen, wird er ungewollt auch schuldig. Er entkommt dem nicht. Und das interessiert mich an der Figur. Das macht sie eben so schön klassisch tragisch. Er ist ein ganz klassisch tragischer Held. Aber er hat jetzt eine schöne Liebesszene mit ihr. Ja. Amal lud ihn ein, zum Abendessen zu bleiben. Es war eine schwüle Augustnacht ohne Aussicht auf Abkühlung. In den Straßen von Centreville staute sich die Hitze. Die Fenster standen weit offen, während er Amals Händen zusah. Sie schnitt die Orangenzeste von der Schale. Dann brach sie behutsam das Fruchtfleisch auf, zerschnitt es und übergoss die Stücke mit Olivenöl, Zimt, Salz und Pfeffer. Sie schnitt Minze und Datteln. Sie röstete Fladenbrot auf dem Herd. Elias deckte den Tisch im Wohnzimmer. Amal öffnete den Wein und legte eine Platte auf. Francis Cabrel. Sein Blick verfing sich in ihren Haaren. Er musste an Jasmina denken und fragte sich, was sie gerade machte. Ob sie im Nachthemd auf dem Balkongeländer stand und auf die Jaffa Road hinunterblickte, wie auf einen Fluss, der ihre Träume angeschwemmt und wieder fortgerissen hatte. Moritz trank zu viel. Elias legte seinen Kopf auf seine Beine und las aus einem Spider-Man-Comic vor, bis er einschlief. Moritz strich ihm den Schweiß von der Stirn und Amal nahm das Heft aus seiner Hand. Alles und nichts war gesagt. Er hob Elias hoch, trug ihn in sein Zimmer und legte ihn ins Bett. An der Wand hingen Fußballerporträts aus Zeitschriften gerissen. Sokrates, Maradona, Rummenigge. Und die Karte einer Heimat, die Elias noch nie gesehen hatte. Alle Orte trugen ihren Namen in arabischer Schrift. Moritz erkannte Haifa, Jaffa und hunderte Dörfer, deren Namen er nie gehört hatte, weil sie nicht mehr existierten, überwuchert von Wäldern des Schweigens. Hier aber, in diesem Zimmer, existierten sie. Moritz' Blick wanderte zum Schreibtisch am Fenster. Ein lederner Schulranzen auf dem Stuhl. Von draußen drangen Stimmen herauf, die in der Dunkelheit hallten wie das Echo der Nächte, als er an Joels Bett gesessen und sie in den Schlaf gesungen hatte. Hebräische Worte, Sprachmelodien aus der Jaffa Road. Erst als Amal ins Zimmer kam, veränderte sich ihr Klang ins Arabische. Ich habe zu viel getrunken, dachte er. Amal stellte sich neben ihn und legte ihre Hand auf seinen Rücken. Das unerwartete Gefühl, beschützt zu sein, strömte von ihrer Handfläche in seinen Körper und breitete sich aus wie ein warmer Schauer. Er schloss die Augen. Er kann nicht sagen, dass er etwas getan hätte, außer es geschehen zu lassen. Es war unvermeidlich, wie eine Welle, die langsam auf seinen Körper zurollte, ihn umfasste und emporhob. Amal zog ihn an sich, als wäre es selbstverständlich. Ihre Hitze traf ihn unvorbereitet. Das Heben und Senken ihrer Brust, ihre angespannten Muskeln. Langsam und bestimmt schob sie ihn ins Wohnzimmer, wo das Fenster zur Nacht offen stand. Sie löschte das Licht. Sie knöpfte sein Hemd aus und beschämte ihn mit Zärtlichkeiten, die sie so großzügig verteilte, als hätte er sie verdient. Ihre Hände brachen ihn auf und nahmen ihn ein. Jede ihrer Bewegungen war eindeutig und entschlossen und forderte dasselbe von ihm. Sie zwang ihn, da zu sein. Als würde sie den Vorhang wegreißen, hinter dem er sich versteckt hatte. Er musste ihr antworten, mit seinen Händen, seinem Mund, mit allem, was ihm geblieben war. Und das war zu seiner Überraschung mehr, als er gedacht hatte. Wo bist du nur so lang gewesen? Er hatte gedacht, dass der Altersunterschied sie trennte. Das tat er aber nicht. Als würden die Jahre nicht linear fortschreiten, sondern in Wellen, vor und zurück. Auf einmal war er wieder jung, in der Stadt, wo alles begonnen hatte. Er verlor sein Gefühl für die Zeit, aber nicht für den Raum.
Amal brannte wie eine ruhige Flamme. Ihre Hände dufteten nach Orangen. Sie gab ihm seine Haut zurück. Er fühlte wieder, wo er endete und wo sie begann. Eine Grenze, die nicht trennte, sondern ihn spüren ließ, dass er lebte, so intensiv, dass er im selben Moment hätte sterben können, ohne irgendetwas zu bereuen. Er war wieder da, als wäre er nie weg gewesen. Sie öffnete ihre Tür, er stellte seine Koffer ab und wollte sie für den Rest des Lebens nicht mehr packen müssen. Ein leichter Windstoß kam durchs Fenster, kühlte den Schweiß auf ihrer Haut. Sie lagen in der Dunkelheit, als wäre es taghell. Sie lachten. Auf seinen Lippen lag ein feiner Geschmack nach Orangen. Dann zog sie sich an. »Du musst gehen. Wegen Elias?« Sie nickte, strich ihm liebevoll über die Wange. Moritz stand auf und sah Elias in der Tür stehen. Er war nicht schockiert, nur ein wenig verwirrt, als wäre er aus einem bösen Traum aufgewacht. »Komm«, sagte Amal und umarmte ihn zärtlich. »Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel Speck. Vielen Dank, Jan Weiler. Es war eine Freude, Ihnen zuzuhören. Es war wirklich ein ganz wunderbarer Abend und es hatte viel Überraschendes. Trotzdem ich den Roman gelesen habe, haben Sie mir viel Neues noch dazu erzählt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen ist es ebenso gegangen. Oder aber Ihnen ist es so gegangen, dass Sie den Roman noch nicht gelesen haben und ihn jetzt unbedingt lesen müssen.